Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Disney Dreamlight Valley. Es kam ja wieder mal ein neues Update und zwar mit Ralf Reichts. Es gibt nämlich bei den, jetzt muss ich nochmal gucken, und zwar gibt es bei den Charakteren jetzt schon mal Vanellope. Die müssen wir natürlich erst einmal holen, wahrscheinlich aus dem Schloss, vermute ich. Allerdings habe ich ja bisher immer noch nicht Simba geholt und um den würde ich mich gerne auch mal kümmern wollen. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Sachen, die wir zu tun haben, also verschiedene Aufgaben. Mir ist aufgefallen, dass es hier bei dem Gegenstandsladen den Bermudiger Merlin gibt. Und ich muss echt sagen, Schande über euch, dass ihr damit Geld macht, also an die Entwickler. Ich finde es abartig. Ich finde es einfach nur abartig, wie die hier versuchen, Kohle zu scheffeln. Okay, wir kümmern uns jetzt halt mal erst um... wo bist du jetzt? Da. Um sie hier, weil wir bringen ihr nämlich mal die Gerichte, die wir zubereitet haben. Hey. Na, wie geht's? Ein Fest der Freundschaft, mit wem soll ich mit dran? Was hast du heute vor? Ich habe etwas... lass uns abhören. Das da natürlich. Oh. Anna hat mich nach einem Essen gefragt, das du ihr bringen sollst. Ich werde langsam wirklich neugierig. Wiedersehen. Ach so, die Anna. Oh, da hätte ich jetzt mal gucken können, ne? Durch das, dass ich jetzt halt ihr Bild gehabt habe, habe ich gedacht, ich muss zu ihr, habe den Namen überhaupt nicht gelesen. So, wo bist du, Anna? Kanntest du? Ja. Okay. Sie ist im Restaurant. Schauen wir mal. Ich habe ein paar Sachen gekauft, wieder mal im Laden. Deswegen auch wieder mal ein anderer Dress. Ich mache das ja gerne, dass ich den Laden einfach aufkaufe, wenn ich mich dann mal wieder in das Spiel einlogge. So, Servusler, genau, die drei Sachen gebe ich dir natürlich. Pata! So. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Wow, Bobette, das Essen sieht lecker aus. Oh. Vajana hat mir die neue Tischdecke gebracht und Christoph, Elsa und ich haben den Tisch und die Stühle fertiggestellt. Jetzt muss ich nur noch alles vereinen. Tada, es ist fertig. Jawohl. Hier. Dankeschön. Jetzt musst du nur noch Mirabelle einladen, dann können wir mit dem Fest der Freundschaft beginnen. Alles klar. Vielen Dank. Ja, bitteschön, dann sprechen wir jetzt mal mit Mirabelle. Die noch da oben rumhüpft, okay. Oder sie kommt gerade runter, das kann auch sein, das ist auch gut. So, irgendwie habe ich festgestellt, ich kann nichts essen. Also ich weiß nicht warum, es wird nichts gegessen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich hatte nämlich drei wundersame für das Steine abbauen. Dieses drei Fläschchen hatte ich da und die wurden verbraucht, ohne dass ich sie verbrauchen wollte. Ist mir jedes Mal passiert, wenn ich in die Kiste reingeschaut habe, wurde irgendetwas verwendet. Ich hatte ja auch im Inventar irgendwie hier unten eine Kiste, die ich bekommen habe. Die wollte ich mit euch gemeinsam öffnen. Die wurde einfach geöffnet. Also immer, wenn ich im Inventar war, wurde da einfach irgendetwas... Hey, warte mal kurz! Ja, ich bin ja da. Sekunde. Wurde irgendetwas verbraucht. Finde ich äußerst schade. Ist ein ekelhafter Bug, muss ich sagen. So, geben. Wie schön, dich zu sehen. Hallo, ich bin immer noch ein wenig traurig über den Tisch der Madrigals. Nicht nur, weil er kaputt ist, sondern wegen dem, was er repräsentiert. Oh. Die Dinge fühlen sich hier einfach nicht mehr so an wie früher. Dann würde es dich freuen zu erfahren, dass der Tisch der Madrigals so gut wie neu ist. Hm? Was? Dank der Bemühungen von Anna, Elsa, Christoph und Vajana sind wir bereits für ein echtes Fest der Freundschaft, genau wie vor dem Vergessen. Ha. Wirklich? Das ist unglaublich. Etwas sagt mir, dass du eine Menge damit zu tun hattest. Oh, ich habe nur ein bisschen gekocht. Oh, ich bin sicher, dass da noch mehr dahinter steckt. Ich werde den Tisch des Fests der Freundschaft in der Nähe der Mini-Casita aufstellen. Vielleicht ändere ich mein Outfit passend zu diesem besonderen Anlass. Das ist die beste Überraschung aller Zeiten. Adios, cuídate. Ja, stelle den... Achso, ich soll den Gegenstand jetzt aufstellen, alles klar. Zack. Gehen wir mal dahin. Und platzen den einfach da, oh ja, hier auf diesen hässlichen braunen Fleck. Schauen wir mal, ob das funktioniert. L? Nee, Quatsch. Wir brauchen ja Gegenstände. Jawohl, Tisch. Jawohl, passt. Ich weiß immer noch nicht, warum er hier ist. Keine Ahnung. Ah.
Wunderbar. Cool. Ja, endlich passt das Bild mal, muss ich sagen. Wir machen natürlich mal auf Kameramodus ändern, Bildformat ändern. Dann machen wir mal ganz kurz das UI aus, dass wir das sehen. Jo, das passt. Wunderbar. Einmal E. Und einmal nochmal E. Jawohl. Das ist cool, weil die Bilder einfach jetzt halt mittlerweile gespeichert werden. Das finde ich super. Wo ist jetzt der Tisch? Hola! Das Fest der Freundschaft hat so viel Spaß gemacht. Ich liebe dieses Dorf. Mi Familia ist vielleicht nicht hier und ich vermisse sie sehr. Aber da ich von so vielen Freunden umgeben bin, fühle ich mich hier im Tal wirklich zu Hause. Dann gibt es noch dich. Ich muss dir danken, dass du bist immer für alle da. Das ist ein großes Geschenk. Du bist das Herz des Tals und deshalb möchte ich, dass du den Tisch der Madrigals bekommst. Dankeschön. Wenn es möglich ist, stell dich den gleich wieder daher. Was ist das jetzt? Stühle, 4 Stück, okay. Wo auch immer du ihn aufstellst, ich kann es kaum erwarten, wie viele lustige Momente wir um ihn herum erleben werden. Oh, und das habe ich für dich gemacht. Denk dran, du kannst immer auf mich zählen. Adios. Holla holla, ein Rock. Und? Ein Oberteil? Und? Schuhe auch noch? Ne, noch ein Rock? Okay. Ich danke dir so sehr. Machen wir erst einmal hier die Klamotten. Schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. Oh yes, das schaut doch nice aus, ne? Aber ich würde gerne das so lassen. Das gefällt mir doch tausendmal besser. Und dann brauchen wir natürlich nochmal die Möbel, die ich gerade bekommen habe. So, und die wieder zu finden ist jetzt wahrscheinlich. Warte mal, kann man das nicht auch als Thema machen? Wo bist du? Wenn man denkt, was da noch alles kommt, ne? Kars, Phantasia, Encanto, andere? Ach, keine Ahnung. Lass es einfach. Ich habe jetzt keine Lust, in dem Wirrwarr zu suchen. So, blauer und silberner Luftballonbogen muss ich auch noch herstellen, weil da brauche ich allerdings Blumen dafür. Das habe ich noch nicht geschafft. Guck mal. Eine Nachtdorne. Ich bin hier rumgerannt. Also seit 2 Stunden renne ich hier durch die Gegend, baue Felsflecken ab. Wie blöd. Ihr habt ja mein Inventar schon gesehen. Ich habe 26 Zitrinen abgebaut und ihr seht, was ich sonst noch alles abgebaut habe. Ich habe keinen einzigen glänzenden Zitrin gefunden. Das ist äußerst frustrierend, ganz ehrlich. Vor allem, wenn ich ja versuche, dass ich diese Aufgaben hier erledige, ist es schon wirklich traurig, muss ich sagen. Also ich vermute, dass hier irgendwas dran gemacht wird, wenn irgendwie ein Event ist, dass man dann nicht mehr so viele von den Sachen findet, wie man es normalerweise findet. Und tja, auch Nachtdornen. Also ich hoffe jetzt mal, dass ich irgendwann die letzte Nachtdorne finde. Ich habe gerade mal, ich glaube, 5 Stück habe ich gefunden. 5 Nachtdornen oder sowas. Und das war's. Ja, und seitdem renne ich rum und sehe keine einzige mehr. Ich halte zwar die Augen offen. Es kann auch sein, dass ich mal an einer vorbeigelaufen bin, aber glaube ich nicht. Was mir gefällt ist, die haben endlich die Musik angepasst, dass die aus ist. Das ist ja auch schon mal was. So, heben wir mal die Kugeln auf, die ich hier auch so rausgeschmissen habe. Was haben wir hier? Das ist Monster AG. Und hier nochmal Monster AG, alles klar. Da freue ich mich auch drauf, wenn die Chars mit reinkommen. Das nur 20 Münzen, oder? Ja. Hier ein Puzzle vielleicht. Okay, Monster AG. Es steht alles im Thema Monster AG. Okay, laufen wir mal weiter. Wir könnten die Felsflecken hier mal noch weiter abbauen. Und Woody ist auch wieder, ne? Woody, wie ein Stück Holz, der steht hier und lässt sich nicht bewegen. Ich hoffe, dass der mich nicht irgendwo einschließt. So, das war jetzt einfach nur Kohle. Und normalerweise diese Zitrinen, die finde ich entweder hier oder unten bei Gottel in dem Gebiet.
sonnige Ebene und genau Lichtung des Vertrauens. Also entweder da oder dort finde ich Zitrin. Vielleicht habe ich ja, wenn ihr jetzt mit dabei seid, mehr Glück. Aber bisher nur Eisen, Gold, genau, und dann halt alle möglichen Edelsteine, aber nicht das, was ich suche. So, in die Vitalis-Mine bin ich auch, ich weiß gar nicht, ich glaube 10-mal reingerannt, nur wegen 2 von diesen Steinen. Das ist echt heftig. So, 26 Minuten habe ich da. Gespräche mit Simba, genau deswegen wollte ich auch Simba holen. Remy habe ich seine Lieblingsgeschenke gegeben. Königsfisch, da bin ich auch während dieser 2 Stunden, die ich da gefarmt habe, auch unten rum. Das war kein einziges Mal ein roter Kringel da. Immer nur weiß und blau. Und bei blau bekommt man ja Meeresfrüchte. Ja, das ist wieder mal der Turmalin, oder wie heißt du? Turmalin, ja genau. Turmaline habe ich vieles gefunden, wie man sieht. Ja. Ne? 27. Also hier, ne? Habe ich Turmaline und ganz viel, auch 6 Stück glänzende Turmaline. Auch hier habe ich glänzende Smaragde. Rubine habe ich seltsamerweise keine glänzenden gefunden, aber das macht ja nichts. Aber das wundert mich halt, ne? Weil da habe ich schon öfters welche gefunden. Im Normalfall. So. Oh, der Nachbar bohrt mal wieder. Hexe und der Zauberer. Da habe ich jetzt alles abgebaut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz hier runter und bauen dann da mal noch ab. Aber warte mal, Woody, es ist zwar schön, wenn du bei mir bist. Ich hoffe, ihr hört es nicht so laut, aber ich würde jetzt gerne mal mit Bass abhängen. Woody lässt sich einfach nicht verschieben. Und das ist ein bisschen störend. Da. Und er hat ja sowieso irgendwas, ne? Space Ranger, wir haben einen weiteren Vorfall. Dieses Mal ist es Code L-5X. Eine Plastikfigur im Müllzerkleinerer. Ein Kind hat eine Puppe die Haare geschnitten. Ein kantiges Spielzeug liegt im Flur auf dem Boden. Ein umherirrender Außerirdischer. Ha, genau. Man könnte meinen, du hättest das Handbuch auswendig gelernt. Bedeutet, dass sich Spielzeug an einem Ort befindet, wo es nicht sein sollte. Einige der Außerirdischen haben sich in den Häusern der Dorfbewohner versteckt. Ah, dann soll ich mich wohl auf die Suche nach ihnen machen. So ist es. Wir wollen ja nicht, dass ein Dorfbewohner mitten in der Nacht aus Versehen auf einen Außerirdischen tritt. Wir wissen nicht, in welchen Häusern sie sich heute verstecken. Deshalb empfehle ich dir, bei deinen Rundgängen durch das Dorf die Augen offen zu halten. Ich werde mich ebenfalls umsehen. Ich sage dir Bescheid, falls ich welche sehe. Alles klar? Halt, ich wollte mit dir, Moment, ich wollte mit dir eigentlich abhängen. Lass uns abhängen. Dankeschön, verstanden, weil du bist nämlich auch am... Da, der bewegt sich keinen Millimeter, ne? Der Woody. Dann würde ich sagen, essen. Ich kann ja da mal was essen jetzt, oder wie? Das füllt sich nur minimal. Warum? Und verbrauchen tue ich es auch nicht. Was ist, wenn ich das esse? Das verbraucht sich auch nicht. Komisch. Das Ding musste ich herstellen, den wundersamen Angelköder, für eine Aufgabe. Ich würde sagen, ich hau das jetzt mal drauf, dann haben wir das weg. Und irgendwie hat sie jetzt gerade was dazu gegessen. Ich weiß nicht, was da so los ist. Ich meine, gut, das Spiel ist halt riesig, ne? Wenn man bedenkt, wie viele Chars es gibt und wie viele Gegenstände und Klamotten und alles Mögliche, ist nicht so schlimm. Also ich denke auch, dass die das beheben werden. Können wir doch mal unsere Angelrute verwenden hier, hm? Schauen wir mal. Halt, nein, 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 nein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es verbraucht habe, aber wenn ich angeln gehe, dann sollte ich das mit Vajana machen. Das wäre, glaube ich, besser. Lass uns mal die Aufgaben gucken. Genau, halte in den Häusern von Dorfbewohnern nach Spielzeug-Aliens Ausschau 015. Puh. Okay, wo fangen wir an?
Da wir ja hier schon sind, da oben ist ja eigentlich kein Haus. Doch, Remis Haus ist da oben, ne? Dann fangen wir mit Remis Haus an. Und durchsuchen einfach mal die Häuser von den Leuten. Das ist ja echt übel, ne? Aha. Nummer 1. Ich mag dieses Quietschen. So. Nächstes Haus. Ich denke nicht, dass in unserem eigenen was ist. Von daher gehen wir mal dahin. Ich würde gerne meine Beeren essen, um schneller zu sein. Liegt vielleicht noch mal eins da? Nee, ne? Da ist nichts. Nö. Wahrscheinlich in jedem Haus nur eine. Dann schauen wir halt doch mal im eigenen Haus, wobei ich nicht glaube, dass da was ist. War schon ewig nicht mehr in meinem Haus. Okay, ne, die Zimmer brauche ich eh nicht durchmachen. Also wenn, dann liegt es ja im ersten Raum. Jetzt habe ich nur vergessen, in die Höhle zu gehen. So, einmal nehme ich hier rein, dann oben bei Olaf noch in die Höhle. Okay, ist nichts. Wir gehen einmal nach oben hinten. Oh, schön. Kann ich wieder was verkaufen? Das habe ich einstecken. Die da habe ich einstecken. Okay. Bei mir schaut es aktuell chaotisch aus. Aber durch das, dass es jedes Mal chaotisch ausschaut, wenn man sich hier reinloggt, habe ich keine Lust mehr, die Sachen aufzusammeln. Die lasse ich jetzt erst einmal liegen, bis ich hier anfange umzubauen. Okay, ich dachte zumindest, dass das hier als Haus zählt. Wahrscheinlich sind die Höhlen keine Häuser. Ist jetzt einfach mal eine Vermutung. Okay, da waren wir. Im eigenen waren wir. Dann gehen wir mal runter, weil da haben wir ja auch drei, steht vier, fünf Stück stehen. Dann könnte ich gleich einmal dann die Fische rausschmeißen, die ich im Inventar habe. Okay, auch keine. Komisch, aber ist so. Servusler. Ariel. Hab ich? Ja, hab ich. Was hast du jetzt gegessen? Die hat jetzt irgendwas gegessen und ich habe keine Ahnung was. Fische. So, die sind voll. Ich glaube, die Edelsteine sollte ich auch mal gucken. Die sind voll. Die sind voll. Dich kann ich rüberschieben. Jetzt hat sie hier irgendwas gegessen, ne? Irgendwas ist hier noch verschwunden. So, die sind voll. Da passen noch welche rein. Das ist andere Kiste. Hummer. Okay, auch schon voll. Können wir das verkaufen? Das ganze
Obstzeug und so weiter. Ich muss das alles einmal rausräumen. Also die Fische kann ich auf jeden Fall verkaufen. Das ist schon mal gut. Bei den Edelsteinen warte ich mal lieber noch. Verkaufen. So. 8 mal, 13 mal. Ja, ich war auch extrem... Naja, was heißt extrem? Ich war halt ein bisschen am Angeln. So, die können weg. Bei den Zangen bin ich mir jetzt ja gerade nicht sicher, ob ich da nicht wieder was auffüllen muss. Von daher lassen wir es jetzt halt einfach mal so. Okay, verkaufe 2 Fische. Dann haben wir das. Wie viel haben wir denn noch? Noch 24 Minuten. Remi habe ich. Nachtdornen finde ich nicht. Simba, Königsfisch. Okay, lauter Zeug, was ich eigentlich jetzt nicht machen kann, ne? Halt. Jetzt waren wir bei Ariel drin. Dann schauen wir mal hier rein, bei Vajana. Vielleicht haben wir hier eins von den Püppchen. Auch nicht. Okay. Dann schauen wir bei Maui rein. Auch nichts. Okay. Seltsam, aber okay. Ich soll ja 15 Stück davon finden. Jetzt habe ich gerade mal 2. Vielleicht liegen die auch irgendwo sonst noch verteilt rum. Nicht zerteilt, sondern verteilt, ne? Oh, da können wir gleich nochmal angeln hier. Nichts. Jetzt wäre es nur gut. Ariana, du warst doch da gerade irgendwo. Ich muss mich jetzt bloß schicken, weil ich weiß nicht, wie lange das immer bleibt mit dem roten Kringel. Hallo. Hi, hi. Lass uns abhängen. Oh, warum bin ich jetzt halt eigentlich wieder übervoll? So, einmal Angel raus. Und da war's genau. Oh, bitte, bitte lass da einen von diesen Fischen sein. Oder vielleicht sogar mehr. Das wäre super. Wieder nicht. Wieder nur diesen Schwertfisch da. Vielleicht muss der auch nachts geangelt werden. Das kann natürlich auch sein. Oh. Hat sich verwandelt. Das ist aber auch neu. Na, schon wieder so einer. Ich brauche genau einen anderen. Ich brauche diesen Dingsbums hier. Wo bist du? Den Königsfisch brauche ich. Außer ich gehe da... Falsch von aus. Königsfisch, das bist du. Schillernder Strand, genau. Also wenn, dann muss der Königsfisch hier irgendwo rumplanschen. Und wenn, dann müsste es wahrscheinlich die roten Kringel sein, weil... Ah, okay. Weil weiß und so ist ja... Komm, gib mir. Das liegt wahrscheinlich an der Angel, weil ich dir ja gepimpt habe. Es kann natürlich sein, dass ich dann die Kringel verwandeln in rot. Außer die blauen. Aber da gibt es eh nur einen Shrimp. Schauen wir mal bei Donald dann noch rein ins Haus. Okay. Ich vermute mal, dass ich den dann nachts oder was angeln kann. Habe ich das vielleicht übersehen, überlesen oder sowas? Nee, nicht da rein. Geh mal da rein. Angeln? Nein, nicht das da. Ich brauche Sammlung.
Fisch. Nee, schillernder Strand, aber nichts mit Uhrzeit oder so. Es kann natürlich schon sein, dass es eher am Abend ist oder so, aber normalerweise steht es doch dabei. Man hat es ja auch bei den Tieren mit dabei stehen, zu welchen Zeiten die eventuell da sind. Na gut, dann schauen wir Richtung Donaldson. Also ich muss sagen, dass wenn die Spitzhacke verzaubert ist, ist die wesentlich effektiver wie die Angel. Tramda. Okay. Schauen wir mal, was das ist. Mickey. Ach ja, und bei der Hexe müssen wir auch noch reinschauen. Yeah. Ein Sprengler, sowas bräuchte ich mal bei dem richtigen Fisch. Vielleicht nochmal eine. Solange ich die Verzauberung drauf habe, ist das ja cool. Das will nicht, ne? Das will nicht, das will nicht. Da vielleicht was zum Angeln? Nein. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz hier rein. Vielleicht finden wir hier einen kleinen Quietsche außerirdischen. Nein. Haben wir nichts. Münzen. So, dann schauen wir jetzt noch bei Donald rein. Ich bin mal gespannt, ob Daisy eigentlich auch mal kommen wird. So, einmal. Donald, lass dir gut gehen. Ich will nicht mehr, nur dieses Tierchen da, dieses Alien da. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal dann weiter. Wir werden uns dann zum einen natürlich noch weiter um diese Spielzeug-Aliens kümmern. Aber ich würde sagen, dass wir auch... Ja, keine Ahnung. Simba, genau, Simba war's. Lass mal schauen, ob wir Simba herbekommen. Alles klar. Wenn euch der Part heute gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne Kommentare da lassen. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.